Jo, meine Lieben, willkommen zurück auf meinem Kanal Leben, Lieben, Leiden. Willkommen zurück zu einem neuen Stream hier auf diesem Kanal. 19 Uhr, wir haben heute wieder ein spannendes Thema vor uns und zu Gast ist wieder die liebe Kim, die ja schon einmal hier im Stream war und uns über ihre Medikamentenabhängigkeit berichtet hat. Heute wird es um, ja, eigentlich den Ursprung ihrer Medikamentenabhängigkeit gehen, und zwar den Deutschrap. Den Deutschrap hierzulande, der ihrer Meinung nach und nicht nur ihrer Meinung nach gewisse Substanzen verherrlicht. Aber ja, ich will gar nicht so viel erzählen, das wird uns die liebe Kim dann uns gleich selber noch berichten. Es gibt auch bei ihr eine Entwicklung, es gibt auch was Privates, was sie uns erzählen möchte. Und ja, ich denke, ich rufe sie gleich mal an. Wollen wir das tun? Lass uns sie anrufen. Die liebe Kim. Schauen, was sie uns zu berichten hat. Genau, ah, ich warte erstmal, bis ein paar Leute da sind. Joker, ich grüße dich. Du bist wie immer ein zuverlässiger Gast hier. Und ja, also vielleicht möchte noch jemand Hallo sagen, bevor ich die liebe Kim anrufe. Substitutionsweg. Warst auch schon mal hier. Ich grüße dich. Schön, dass du da bist. Sind ja interessante Namen heute. Aber ja, genau. Da das Ganze ja auch hier ein Podcast wird, möchte ich gar nicht so viel haben. Oh, Kevin, grüß dich. Freue ich mich, dass du da bist. Warst ja lange nicht hier. Okay, gut. Warte ich noch ein bisschen, bis so die meisten eintrudeln. Siggi, schön, dass du da bist. Bist auch immer gern gesehen hier. Freue ich mich, dass ihr alle da seid. Bei diesem wichtigen Thema, bei diesem interessanten Thema, wo uns Kim gleich einiges zu erzählen hat. Aber ihr merkt schon wieder, ich komme wieder ins Labern. Am besten, ich rufe Kim einfach an und dann, ja, geht's auch schon los. Also, Kim, ich rufe dich an. Jetzt. Hallo, meine Liebe, grüß dich. Okay, ich hoffe, man hört mich. Man hört dich super. Wir sind auch schon Super. live. Es Ja, sind auch schon, okay. ja, einige Leute hier im Stream. Ja. Ja, ich habe Genau. diesmal tatsächlich nicht Bescheid gesagt. Ich wollte mal gucken, wer auch so Oh, sich schade, das also interessiert. ich habe jetzt extra den Secure-Chat angemacht, also wo Ja. man gar nicht mehr so Okay, ja, trollen, also gar nicht ich so werde trollen das auf jeden kann. Fall nachträglich in meine Story tun, aber Okay. so, ich wollte mal gucken, wer sich auch so dafür interessiert, ohne dass Okay, ich das ja direkt poste. ja, ist ja kein Thema. Ich meine, letztendlich sind auch schon gut Leute da und das ist auch völlig okay. Ja. Also, wir haben heute eigentlich zwei Themen. Wir hatten das ja gerade schon mal kurz besprochen. Zum einen Genau. möchten wir beide jetzt ganz kurz so 5 bis 10 Minuten mal kurz umreißen, was bei dir gerade Phase ist. Und dann arbeiten wir uns in das Hauptthema vor. Ja, ich Also, denke, man kommt da dann ja auch schnell dazu. Genau, genau. Man schweift ja dann doch ab. Ja. Oder ne, Ja, man wenn wir schweift nicht beim. ab, man kommt zum Ursprung. Ja, genau. Also, es ist ja das. Genau das war ja auch der, warum wir gesagt haben, wir machen nochmal einen zweiten Stream, weil da natürlich eben noch einige themen sind, die nicht geklärt sind oder ja, eben ungeklärt. Genau. Für Leute, die jetzt das erste Mal dabei sind, ja, die Ja. dich und deine Geschichte noch nicht kennen, fass es doch mal kurz zusammen. Worum geht's bei dir und was steht jetzt eigentlich in Zukunft an? Also ich bin seit ungefähr 2, 3 Jahren in dieser Trap-Szene, wie man das nennt, so gut, so schön. Ich bin durch diese Szene auch einfach eben viel Medikamente gekommen, habe mich ausprobiert, bin dann auch jetzt abhängig geworden von eben Benzodiazepin und den Opiaten. Habe aber schon viele Einsichten jetzt gehabt und auch der letzte Stream hat mir extrem viel Einsicht gegeben und gezeigt. Und ja, jetzt gehe ich morgen in den Entzug das erste Mal. Und ja, ich bin halt auch aufgeregt und Ich mal merke das gucken. schon. Ja, die Stimme zittert Ja, dann ja, doch. ja. Genau. Aber was ist das, was dich so emotional werden lässt gerade? Also mein Leben ist ja gerade einfach extrem viel los und mal abgesehen davon, dass ich eingesehen habe, dass ich ein extrem großes Drogenproblem habe, habe ich ja auch meine Beziehung verloren und
Meine, sag ich mal, meine Familie hat auch ein bisschen davon mitgekriegt, dass ich eben abhängig bin. Und die lassen mich da jetzt auch nicht in Ruhe. Also ich habe die Unterstützung, die ich brauche. Aber das sind halt alles Themen natürlich, die einem ein bisschen nahe gehen, weil man, ja, man macht eben extrem viel schon durch in dieser Zeit, wo man auch merkt, dass man süchtig ist. Man versucht dagegen anzukämpfen. Das habe ich ja auch im letzten Livestream erzählt, dass man dann doch versucht, ja auch, dass man doch auch manche Ansichten und Einsichten hat, die man merkt, dass man eben, wie gesagt, so nicht weitermachen kann und man aber trotzdem unbewusst auch weitermacht. Ja, und das alles hat mich halt emotional extrem belastet jetzt in letzter Zeit und dann habe ich einfach den Entschluss gefasst, das geht nicht anders. Ich kann mir selber gerade nicht mehr helfen und ja, die einzige Sache, die ich da jetzt noch tun kann, ist und bleibt ein Zug. Und ja, der steht mir jetzt bevor. Ich habe jetzt auch 2 Wochen darauf gewartet. Also ich bin schon länger damit jetzt konfrontiert und habe mich damit auch gut abgefunden. Also ich bin extrem positiv eingestellt, was es angeht. Denn ich weiß, dass es mir weiter extrem viel bringen wird und ich danach natürlich, also ich finde, das, was danach kommt, ist ja das, was mich dann beweisen lässt, kann ich das, schaffe ich das so, wie ich mir das vorstelle. Aber wenn ich erstmal die 3 Wochen eben auch körperlich von den Medikamenten runter bin, dann ist es, glaube ich, schon deutlich einfacher. Also ich bin schon emotional stark gefestigt und habe jetzt einfach eben die Unterstützung. Und wenn ich dann ja auch clean bin, kann ich auch weiterhin zum Therapeuten gehen. Ich will ja auch trotzdem hier Termine bei der Drogensuchtberatungsstelle annehmen. Also ich will auf jeden Fall jetzt einiges ändern. Da habe ich mir schon, ich habe auch gemerkt, ich hatte eine Ansicht auf den Job und habe halt gemerkt, ich bin so süchtig, das geht gar nicht. Ich wache morgens auf und wenn ich nichts habe, dann würde ich das gar nicht schaffen. Und das hat mir auch so ein bisschen gezeigt, so, du möchtest es unbedingt machen, aber du kannst es ja nicht. Und ja, das sind alles so Dinge, die mir eben jetzt den Einblick gezeigt haben, dass ich so nicht weitermachen kann. Ich möchte auch wieder anfangen mit meinem Hobby. Ja, und möchte da auch wieder mehr Zeit reinschwenden. Aber das geht alles nur, wenn man eben nicht abhängig ist. Also, das ist mir halt jetzt bewusst geworden. So, das hat man ja lange vor sich hingeschoben und man wollte es vielleicht auch gar nicht sehen. Okay, möchte ich dir kurz mal ein Feedback aus dem Chat geben, bevor ich was dazu sage. Ja. Also, Joker schreibt, Entzug, voll gut, du schaffst das. Ein Krieger schreibt, also Kevin Krieger schreibt, man merkt, dass du dir viele Gedanken drum gemacht hast, aber das macht dich nur stärker. Und ich möchte gern sagen, die Schlinge hat sich Das ist schön zu zugezogen, hören. genau, aber ich möchte es mal kurz sagen, die Schlinge hat sich zugezogen, ja. Dein Ja. Leidensdruck ist gestiegen, massiv. Auf jeden Und Fall. genau, und die Tränen, die jetzt da kommen und die Emotionalitäten, der Schmerz, der jetzt da ist, ist aber eigentlich was Positives. Man muss es positiv werten, weil das eigentlich das Fundament für deine Entgiftung baut. Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch Ja. gemerkt, dass meine Einsicht eben jetzt auch vor dem Zug extrem viel geändert hat. Ich habe halt ja auch, sage ich mal, mit Cannabis zu tun. Ich habe einfach in den letzten Wochen extrem gemerkt, dass sich meine Einstellung vor dem Zug auch Bezug auf das, Bezug auf allen Drogen eben ändern muss, weil ich so sonst auch immer Zug nicht weiterkomme. Wenn ich mir denke, ja, wenn ich dann zu Hause bin, da haue ich mir wieder einen Joint an, dann ist es halt einfach eine Ansicht, die ich finde, beim Entzug mir auch nicht viel bringen wird. Und ich habe, ja, wie gesagt, wenn man jetzt so also ich war jetzt 2, 2,5 Wochen, habe ich ja jetzt schon darauf gewartet und lag jetzt auch nur im Bett und habe mir einfach extrem viele Gedanken gemacht. Und ja, da kann man halt eben viel nachdenken und da ist man auch viel traurig, aber ich bin schon immer ein positiver Mensch gewesen und ich wandle das halt einfach in Positivität um, indem ich mir sage, ja, aber es wird ja besser. Also jetzt kann es ja nur noch besser werden. Ich habe ja meine Einsicht. Ich habe ja, dass ich einsehe, dass ich ein Problem habe und ich möchte es angehen. So, und mehr kann ich jetzt auch nicht tun, außer jetzt dafür zu kämpfen und es eben zu machen. Aber ich finde eben, die Einsicht ist das, also der Schlüssel dafür. Wie man sagt, das Fundament, worauf man aufbauen kann. Naja, ich finde es einfach erstmal extrem wichtig, überhaupt eine Erkenntnis zu haben, dass man ein Problem hat. Ja. Ja, ich muss ja sagen, die hatte ich schon extrem lange, aber irgendwie trotzdem
schiebt man das ja so ein bisschen vor sich hin und man sagt ja, man kriegt ja oder man redet sich das gut. So, wenn man halt, ja, wenn man halt so konsumiert, dann redet man sich das auch gut, Natürlich, ja. es ist die Sucht, die das so ja, banalisiert, die das Ganze, ja, also ich denke, jetzt kommen wir schon langsam auch in diese Subkultur der Musik, ja, weil das ist ja Ja. eigentlich auch, darum geht es ja auch, dort wird ja die Droge, die ganz speziellen Drogen, über die wir gleich reden werden, ja eigentlich Ja. als, tja, wie eine Tasse Kaffee so ein bisschen verkauft. Verharmlos, Absolut extrem. verharmlost und wird auch so Ja. als extrem wichtige Komponente in dem Lifestyle gewertet. Ja, Ja, genau, das ist es. also Und ich meine. wenn du voll auf Trap und Cloud-Hip-Hop bist, dann musst du einfach Lean saufen und Teledin schmeißen. Ja, es ist also irgendwie, aber das Ding ist, man kommt ja mit den Drogen, kommt man ja auch erst, denke ich mal, also zumindest war das bei mir so, dass ich ja mit den Drogen auch die Musik kennengelernt habe. Vorher war das noch gar nicht so Thema, aber man lernt immer mehr kennen und immer mehr Rapper, die in der Szene sind. Und dann, ja, dann ist es irgendwann nur noch Thema, dass sie da alle eben ihr Lean trinken oder auch Oxycodon oder alles, was eben groß ein Thema war. Das hat man, also ich kann zu allem ein Lied nennen, zu jedem Medikament ein Lied oder so. Das ist halt echt krass, wie man dann dadurch auch alles kennenlernt. Also da ich habe ja einen Medikamentenschrank in meinem Kopf. Das ist ja wirklich krass, so dass teilweise Ärzte, die dann ja auch einen verschreckt angucken und denken so, wie viel Wissen man dann doch hat. Okay, bevor wir zur Musikszene kommen, lass uns noch mal kurz bei dir bleiben. Wie sieht deine momentane Dosis aus? Also was schmeißt du dir gerade so rein täglich? Also ich habe mich jetzt von den Benzos selber abgedo, also da habe ich selber, ich war Runterdosiert? schon, Ent also ja ent genau, ich habe selber ausgeschlichen heißt das gemerkt, ja. ja, also ich habe es tatsächlich ein bisschen direkter gemacht. Ich habe es eher so da, ab da, wo ich gemerkt habe, okay, meine Familie weiß jetzt Bescheid, so ab da war klar, nee, ich muss jetzt einen Schlussstrich ziehen und dann habe ich aufgehört jetzt mit den Benzos seit 2,5 Wochen, Wie haben die das drei, mitbekommen? also fast. Ja, die haben mich halt gesehen an meinem Geburtstag. Und also Und waren sind erschrocken. meine, ja, genau. Also meine Familie kennt sich das auch so ein bisschen aus, sage ich mal. Wir sind damit jetzt nicht ganz fremd. Und ja, da hat es meine Tante bei mir gesehen und meinte, dass, ja, die braucht Hilfe. Und da wurde das auch ganz offen besprochen. Also nicht an meinem Geburtstag direkt natürlich. Sie haben es versucht, halt mir den Tag trotzdem also schön zu gestalten. Sie haben dann am nächsten Tag hat meine Oma, also mit der ich ja ganz ganz nahe stehe, hat sie mir geschrieben: Ruf bitte deine Tante an. Und ab da war mir eigentlich schon bewusst: Okay, jetzt ist es raus. Jetzt kann ich da nichts machen. Aber besser so, weil es hat mir ja auch eine extreme Last von meinen Schultern genommen. Die, wenn man das immer versucht zu verstecken, ist auch eine Last. Naja, und ich denke, was auch jetzt so die Emotionalität macht, ist, dass du dir auch einfach Gedanken machst, wie du deine Familie damit belastest, dass die sich Ja, Sorgen um auf dich jeden machen, dass Fall. Das dein. wollte, genau das wollte man ja immer damit, eben indem man das nicht erzählt hat, verstecken. Ja. Aber es ist Und halt eine vor allem, Sackgasse, ja. ja, das war halt für mich extrem schwer, dadurch, dass, wie gesagt, meine Familie damit ja schon in Berührung kam und meine Oma hat einfach schon viel durchgemacht, wollte ich halt einfach nicht da schon wieder dastehen und auch, ja, weil es mir am Anfang alles nicht bewusst war, was ich zu mir genommen habe und wie viel. Und ja, also momentan bin ich jetzt halt bei den Benzos auf null und habe bei den Oxycodon, habe ich jetzt vom Arzt bis zum Entzug 30 Milligramm am Tag bekommen. Also das ist schon noch relativ viel, aber ich finde, da habe ich mich schon extrem abgedost von den anderen. Und ich habe es ja geschafft, auch hier alleine eben. Und jetzt ja, kann mir noch weiter unterstützt werden. Das, was natürlich zu so einem, naja, Entzug, wenn das ein wirklicher Entzug, also Entzug ist ja das eine.
Neuer Lebenswandel ist ja was ganz anderes. Ja, also Ja. den Entzug hast du ja nach 3 Wochen hinter dir. Aber Das ist ja das, was ich gesagt habe. Also ich finde halt, das Wichtigste ist ja, was danach kommt. Absolut. Also ich warte natürlich, ich weiß, dass mir die Zeit extrem viel helfen wird, weil das körperlich dann weg ist. Aber das Psychische wird natürlich bleiben. Und das, ich habe auch schon also mit meiner Familie geredet und meinen Freunden, dass ich hier meine Wohnung ein bisschen umdekorieren möchte. Einfach, das ist alles nicht so ein bisschen fröhlicher und alles ein bisschen nicht so an die Zeit erinnert, wo man eben hier nur rumlag und nichts gemacht hat. Und ja, das ist halt das, wie gesagt, die Zeit danach wird interessant, aber ich glaube, dass ich das auch schaffe, wenn ich den Entzug schon durchgezogen habe, dann hält mich auch nichts davon auf, weiter clean zu bleiben. Kann man nur hoffen, sage ich jetzt mal, ja. Weil Ja, auf jeden Fall. ich mach mir so ein bisschen Gedanken um deinen Freundeskreis. Ich habe mit vielen schon abgeschlossen. Oh, Also okay, so ja. also im Kopf natürlich. Ja. Ich habe halt in der Zeit gemerkt, wo ich jetzt den Entzug auch nur von den Benzos hatte, Ja. dass sehr wenige sowieso nur noch da sind. Also ob ich mich jetzt von denen entferne oder die das machen, das ist einfach, weil man nicht mehr also so natürlich machen die das nicht bewusst, aber wenn man nicht mehr konsumiert, ist man halt einfach nicht mehr in dieser Du bist Szene drin raus, und da genau. wird man direkt so auch, also so, ich merke halt einfach, dass die Leute, die früher noch da waren, so mit denen ich halt auch mal einen Joint geraucht habe oder so, mit denen, die sind auf jeden Fall noch da. Davon sind auch die wichtigsten noch da und mit denen bleibe ich auch befreundet, weil ich da weiß. Also in der Zeit, wo ich jetzt auch, wie gesagt, die Beziehung beendet ist, habe ich halt einfach gemerkt, wer wirklich auch da ist für mich und wer auch eben nicht. Und ja, man verliert viele Freunde und da bin ich auch sicher, dass im Entzug noch einige gehen werden. Aber ich bin mir auch Aber sicher, dass viele auch wieder kommen werden oder eben neue kommen werden. die Frage ist doch, waren es jemals wirkliche Freunde? Also die, sag ich mal, mit denen man wirklich nur konsumiert hat, nicht, nein. Aber ich habe halt trotzdem gemerkt, dass auch die Leute, mit denen man konsumiert hat, auch die trotzdem, manche interessieren sich auch trotzdem für dich. Es ist nur schwierig, das uns zu unterscheiden. Es ist wirklich schwierig. Viele nutzen, suchen sich auch einen Nutzen. Ich habe ja auch eine eigene Wohnung und da ist es halt immer. Ja, auch der Nutzen im Winter zum Beispiel dann drin zu sein oder eben so. Also, aber ich habe da schon mittlerweile ein Auge für. Weil man halt, wie gesagt, in der Zeit sind viele gegangen. Aber haben die keine eigene Wohnung? Wohnen die noch bei ihren Eltern oder wie läuft Also ich das? habe viele Freunde, die noch zu Hause wohnen, ja. Echt, okay. Und Ja, die Eltern kriegen das deswegen. nicht mit, was da so geht. Nee, also das ist ja, das ist das, ich weiß nicht, teilweise kriegen die Eltern das mit, aber wollen das vielleicht gar nicht sehen. Also ich habe ja gemerkt, jetzt auch durch meine Familie, dass es vielleicht gar nicht so modern ist, wie ich dachte, die Droge, sondern dass es vielleicht doch schon länger ist, aber man, wie gesagt, einfach nichts davon mitbekommt. Also so von Medikamenten ist es halt kaum die Rede und ich habe aber jetzt durch meine Tante mitgekriegt, dass das in ihrem Alter genauso der Fall war, wie halt jetzt bei mir. Und In ihrem Alter, als sie so alt war wie du, ja, genau. Ja, was hatte sie da für Substanzen, für Medikamente? also jetzt nicht in meinem Alter ungefähr, aber sie war ein bisschen älter. Aber da waren bei ihr genauso. Sie meinte Schlafmittel, Benzos und Opiate. Also Krass. genauso der Fall wie, ja, deswegen, ich war da auch. Weil ich, wie gesagt, auch dachte, dass das sehr modern ist und eben jetzt auch hierher gekommen ist, aber dann ist es wohl doch schon länger, als man denkt. Aber das ist ja das mit der Musik und dem allen, wo man vielleicht jetzt auch mehr darauf aufmerksam wird. Also ich bin froh. Also dann kann man ja, also im Endeffekt kann man es dann ja eigentlich nur positiv sehen, weil die Rapper werden ja auch trotzdem ganz oft also wie nennt man das denn? Ja, einfach nicht zur Stau gestellt, aber sie werden ja schon oft auch damit konfrontiert, was sie dann Kritisiert, meinst du? konsumieren. Genau, ja, genau, auch kritisiert und müssen sich auch teilweise dafür rechtfertigen. Und ich verfolge ja auch noch einige so, ich höre die Musik eher weniger, weil ich muss sagen, man muss sich eben davon so ein bisschen
abschotten, wenn man eben da nicht mehr so, also für Getriggert mich war werden das, möchte. ja genau, für mich war das auf jeden Fall sehr wichtig und trotzdem gucke ich mir ja auch manchmal noch die Instagram-Stories an und da kriegt man schon mit, dass einige eben, umso größer sie werden, umso mehr versuchen sie auch eben die Sucht unter Kontrolle zu kriegen, aber sie verharmlosen sie schon noch, weil man eben jetzt in der Instagram-Story natürlich nicht mitkriegt, wie jemand, der Opiate, also Lean zum Beispiel jeden Tag trinkt, wie der dann aber einen Tag, wenn er das nicht hat, im Bett liegt und zitternd und das filmt dann keiner und das kriegt Nee, dann keiner mit. nee. Ja. So. Na gut, dann fang doch erst mal an. Also fang doch mal an mit ein paar Namen und Liedern, die dir so in den Kopf kommen und worum es da geht. Also Gell? der erste Rapper ist auf jeden Fall Tilo. Das ist gerade so ein Künstler, der wirklich, sag ich mal, vor Tilo? zwei. Ja, genau. Der ist, Wie Tilo geschrieben ja, wird. Tilo. Tilo, T und dann mach Bindestrich LOW. Also Ach, so. Tilo. Ja, Okay, verstehe, genau. verstehe. Also, und das ist zum Beispiel ein Rapper, den, wo ich echt oft mitgefühlt habe, was er jetzt, also er eben mit seinen Texten hat er teilweise das ausgesprochen, was man dachte. Also ob es jetzt, er hat auch schwierige Zeiten mit Beziehungen durchgemacht oder ob dann, wie gesagt, die Naja, Sucht, gut, wer hat die nicht? Also mal, das muss man auch mal er hat es sagen. nicht so verharmlost. Ja. Er hat schon drüber geredet, dass das auch ein Problem ist, aber er. Also jetzt umso berühmter wird, umso mehr, muss ich sagen, macht ja verharmlose ist er das. Also wenn man seine älteren Songs hört, merkt man, dass er schon länger ein Problem hat und damit nicht weiß, umzugehen. Und ja, umso näher man rückt jetzt zu der Zeit, finde ich, ist es auch dazu gekommen, dass er halt nur noch ein Lied, was Oxycodon heißt, wo er wirklich nur die ganze Zeit Zenny Oxy singt, so, wo man dann echt fragt, was hat das dieser Lied, also was hat dieses Lied für einen Sinn und Zweck? Ich habe gerade auf YouTube mal ein bisschen geschaut. Da gibt es ja sogar ein Interview Ja. mit ihm von 16, Ja, 16 das habe ich Bars. mir auch, genau, das habe ich mir auch eine Benzos, Stunde. Diaries. Genau, da redet er über das alles, aber ich finde halt, man kann ihn nicht wirklich ernst nehmen, weil er, also er sagt wirklich nach jedem Wort, jeden zweiten Wort, Digga, und es ist Ja, halt wirklich sieht doch echt ein bisschen dieses. kasprig aus, muss ich mal sagen. Ja, und also ich muss sagen, ich mag diesen Style und das alles, weil er gibt halt sich so und es ist, sage ich mal, egal, was andere von ihm halten. Und ich finde, das ist eine Message, die würde ich auch immer so weitergeben wollen. Aber wie gesagt, also er hat jetzt auch mit Benzos, soweit ich weiß, aufgehört und nimmt gerade nur noch Lean in seiner Story. Oh. Und da muss ich halt aber trotzdem sagen, das ist extrem viel, was er konsumiert und man merkt, wie fertig er ist. Und das erste Mal hat er halt in diesem Stream, also in diesen eine Stunde Interview geredet. Aber ich konnte mir das, wie gesagt, nicht so richtig anhören, weil man konnte ihn nicht wirklich ernst nehmen, wie er geredet hat. Und ich fand es ein bisschen, Es ist halt viel sag ich Show. mal, lächerlich, so Ja, ein bisschen. ja, Also ich mag ja. ihn als Rapper, aber trotzdem konnte ich das nicht ernst nehmen. Ja, ich halte mich mit meinen Wertungen auch ein bisschen zurück, muss ich da mal sagen, ja. Ja, alles gut. Weil, naja, anyway, also ich habe auch gerade das Video Ja. gefunden, Tilo Oxycodon. Ja, genau. Ja, ich meine, Also ich habe halt Beats. die Frage ist doch, liebe Kim, was ist die Ja. Botschaft? Ja, genau, das frage ich mich halt auch immer. Also wie gesagt, wenn man seine älteren Lieder hört, dann merkt man, dass er echt wirklich tief in der Scheiße ist und nicht weiß, wie er rauskommt und dass er auch so ein bisschen nach Hilfe ruft, aber ihn keiner hört so teilweise. Aber wie Naja, gesagt, wenn man jetzt such dir einfach die. Hilfe, dann wirst du auch gehört. Ja, genau, aber Ja. wie gesagt, wenn man jetzt so die neuen Lieder anhört, dann fragt man sich, also da wirklich, da geht es nur um Zennies und Oxys und Lean und also alles, was halt auch in meiner Szene bekannt war. Und da, wie gesagt, es gibt kein Lied, was mehr so einen richtigen Sinn ergibt. Und ich finde, das gibt halt einfach eine extrem falsche Message auf jetzt auch noch jüngere Leute. Also ich habe ja auch schon extrem früh damit begonnen, aber ich finde halt einfach, ich merke ja, wie viele Jüngere auch damit konfrontiert werden. Und man kann ja auch mal eben so eine Zenny in der Schule nehmen, weil du bist nur ein bisschen ungehemmter, aber es ist alles trotzdem noch entspannt und das wird dir kein Lehrer anmerken und das finde ich halt ist so extrem gefährlich daran, weil man selber, wie gesagt, weiß ja gar nicht, wie süchtig der Körper darauf reagiert und
Jetzt, wo ich es halt selber durchgemacht habe, merkt man das ja. Aber die Rapper, sie, wie gesagt, das ist halt das, was sie eben nicht in ihren Stories. Da kann ich von egal welchen Rapper reden, die damit zu tun Na gut, haben. dann machen wir weiter. Alle, T-Low hat man jetzt. Jetzt geht's weiter. Ian Kalle, also YIN und dann Kalle einfach. Kalle Das mit ist ein NL. Rapper, Kalle, genau. Das ist ein Rapper, den ich extrem in meiner Zeit jetzt, also vor 3, 4 Jahren habe ich den gefunden. Und dann habe ich ihn extrem, extrem oft gehört. Aber er ist halt auch so einer. Also so, auch wie man sagt, er sieht so ein bisschen kasperlich aus und trinkt immer sein Lean und hat dann aber auch jetzt irgendwie so einen extremen Aufstand gehabt, weil ja, weil er auch immer berühmter wird und immer mehr davon mit konfrontiert wird, wie er sich vor dieser Jugend auch gibt. Also bei ihm habe ich das viel extremer mitbekommen als wie jetzt bei Tilo, weil Ian Kalle schon ein bisschen Bekannter berühmt, ist. also er ist schon ein bisschen bekannter, genau, also schon über, ich kenne ihn jetzt länger, sage ich mal. Na, ist irre, ich kenne niemanden von den Jungs, ja. Also, naja, Nee, gut. deswegen, das sind auch Ah. wirklich, also wenn man in dieser Szene ist, dann, sag ich mal, wird man die alle kennen, aber Ja. sonst weiß ich jetzt nicht. Also ich glaube, wenn ich, nee, wenn ich eine Also Freundin fragen würde. es ist schon eine sehr abgegrenzte Szene. Kann man ja Ja, sagen, ja. Also fast noch eine auf jeden Fall. Subkultur. Ja, Ja. finde ich nämlich auch. Also Okay. so, und das kriegt ja, anscheinend kriegen ja das andere nicht so wirklich mit, ja. Das finde Ja. ich. Ich Ich. finde es ja auch interessant, weil ich kenne ja nur meine Sicht. Ich kenne ja nur, sage ich mal, die Szene so aus den letzten 3 Jahren. So habe ich eben das alles mitbekommen und jeder kannte die auch und man hat eben nur das gehört. Und ja, das, also ich weiß halt aber auch, manche zum Beispiel, ich weiß nicht, sagt Juice WRLD dir was? Überhaupt nicht. Der ist nämlich jetzt Juice vor ein paar WRLD, wie Jahren, Saftwelt oder wie? ja. Ja, genau, so wird er geschrieben. Und der ist vor ein paar Jahren an Medikamenten gestorben, an einer Überdosis. Okay, ich sehe es gerade hier, okay. Genau, und das ist nämlich auch so ein so amerikanischer Rapper, der hat wirklich viel über, also sag ich mal, die Drogen wenig in den Vordergrund gerückt, sondern eher seine emotionale, also wie es ihm geht und alles. Aber er hat auf jeden Fall trotzdem erwähnt, dass Pillen mal ein Thema waren oder hier mal Lean oder dies oder das. Also da hat man das auch manchmal mitbekommen. Ja, bei ihm höre ich tatsächlich auch erst seit er tot ist. Also ich kannte ihn jetzt vorher gar nicht. Aber ja, so durch sowas hat man das auch erst mitbekommen. So, ja, hast du gehört, er ist gestorben. Ich so, ja, wie? Und dann, also so, ich glaube, wenn man, wie gesagt, in dieser Szene gar nicht ist, dann kriegt man das gar nicht so mit. Das ist, also ich finde das selber gerade so krass, das zu sehen, weil ich kenne es ja nur so. Oder ja, so kann man es sagen. Wer fällt dir noch ein? Jinkane wen habe ich denn Ich überlege auch noch gerade, so gehört? ich kenne auch. Also BAZ, aber das sind es eher so ein, also die ist noch ein bisschen abgegrenzter, die haben sich nicht mit unbedingt Drogen in den Vordergrund gestellt. Also da, das ist auch so eine Berliner, ich bin auch sicher, dass sie ein bisschen was damit zu tun haben, aber die machen das jetzt nicht durch die Musik. Wer ist denn noch so? Aber bei dir war es so, dass eigentlich zuerst die, ich nenne es das mal Pillen, Tabletten kamen und dann Ja. kam die Musik. Also man hat alle, ich glaube, ich finde beides auf einer gleichen Stufe kennengelernt. Also umso mehr ich konsumiert habe, umso mehr habe ich die Musik gehört und umso mehr habe ich dadurch auch mitgekriegt und was eine Pint heißt, also zum Beispiel oder Was was genau noch mal? Oxycodon Was ist war das oder Erste? Habe ich nicht verstanden. eine Pint, also zum Beispiel eine Flasche Lean. Also es ist halt, sage ich mal, so der englische Begriff Ah, das dafür. ist die, das ist diese Hustensaftflasche. Ja, genau. Und das, da sagt man dann, also so, das habe ich auch erst aus den Songtexten herausgehört, Übrigens so wird gerade hier was. im Chat geschrieben, Hustensaft-Jüngling und Medikamenten, Manfred. Ja, das Kennst du weiß die? ich Sind das auch. auch Rapper? Nee, Aber nee, Hustensaft-Jüngling sagt mir sagt mir was. nichts. Das sagt mir tatsächlich nichts. Ist ein neuer Tipp. Aber ich gucke jetzt auch gerade mal einmal. Ich habe, Hustensaft-Jüngling, ne, Jüngel heißt ich der, habe, oder? ich hab ja noch extrem viele hier meinen Musik. Verlauf gespeichert. Ach Eigentlich genau, müsste was ich man. dich fragen wollte. Was sagst du zu Ja. Young Horn?
Ja, genau, auch so einer. Du, Also ganz, pass stimmt. auf, du musst ich kurz was sagen, ja? Ich Ja. habe einen Kumpel, der ist einiges, der ist so alt wie du oder ein Ja. bisschen älter, 20, 21, echt Best Buddy von mir, habe ich durch meine Schulsozialarbeit kennengelernt. Wir sind schon Buddies seit, ja, 20 Jahren, nicht 20, aber seit 10 Jahren. Grüße gehen Ja. raus an dich, wenn er jetzt gerade zuschaut. Und der hat mir auch mal versucht, Young Horn nahezubringen. Ja. Ich muss dir sagen, Also. ich habe es versucht, aber Ja. diese Musik, vielleicht bin ich jetzt auch, vielleicht rede ich auch gerade wie so ein Opa, ja, Ja. aber diese Musik ist so nichtssagend. Ja, ich weiß, Was soll das? Ich verstehe das nicht. Das ist doch keine Message, nicht, das ist doch, naja gut, okay, erzähl du. Also ich finde halt genau, also Young Horn wäre mir jetzt gerade auf die Schnelle nicht eingefallen, aber ist auch so einer. Aber ich finde trotzdem, also es kommt drauf an, welchen Songtext du jetzt auch gehört hast. Ich finde, bei Young Horn ist es zum Beispiel manchmal echt gut rauszuhören, doch auch, dass eben das alles nicht Das so ist Satire keinen eher Sinn ist. ergibt und dass es Ja. eben auch nicht so gut geht. Und aber ich finde auch manche Lieder natürlich, also ich finde Young, vor allem bei Young Horn jetzt, aber da ist, finde ich, Yen Kalle kann man da eigentlich auch gut nebenstellen. Die sind beide so sehr ähnlich vom Vom Rap-Stil, Style. also so rappen halt über, ja, eigentlich über nichts. Aber wie gesagt, wenn man in dieser Szene ist, hört, also da habe ich auch Young Horn gehört und da habe ich auch die Rapper alle, also wirklich auch mit Sinn und Verstand gehört, einfach Also weißt du, wer, man strebt da so ein bisschen weißt du, nach. wer Ich wirkt, weiß nicht. ja, weißt du, wer wirklich der stumpfeste von den ganzen Typen weltweit ist? Lil Pump. Da, ich meine, das sind ja Songs, die bestehen ja nur aus zwei Wörtern. Ja, ich weiß Manchmal. genau. Also, Und da macht er mit Millionen, der Junge. Das ist irre. ja. Ja, also ich weiß, was du meinst. Das ist halt, also wie gesagt, da ist Musik auch unterschiedlich, finde ich. Ich habe mich zum Beispiel noch nie wirklich auf eine Musik begrenzt, sondern eigentlich höre ich alles. Also ich gehe gerne auf Techno-Partys, ich kann mir Goa anhören. Muss jetzt nicht unbedingt Hardstyle sein, aber sonst so Rock mag ich auch total gerne. Aber es kommt bei mir immer darauf an, welches Lied, ob das mich halt auch wirklich berührt und ob ich da so einen Sinn sehe. Und das habe ich halt in dieser Szene komplett. Also da hört man eigentlich, glaube ich, nichts wirklich mit Verstand. Man hat ja sowieso kaum Verstand. Und wie gesagt, man strebt einfach nach dem Leben, was die führen, so ein bisschen auch. Also man kriegt ja mit, wie viel die konsumieren können, ohne sich einen Sinn und Sorge und so dafür zu machen. Und Aber pass mal auf, das sind wir in einer gesellschaftlichen Diskussion fast drin. Auf der einen Seite haben wir eine Jugend, die Fridays for Future mäßig steil abgeht und mir alten, weißen, heterosexuellen Mann ja. sagen wollen, wie es läuft, nämlich, dass wir alle scheiße sind und so weiter. Aber zur selben Zeit hören sie extrem frauenverachtende, Ja. extrem materialistische Asso-Rap. Aber ich glaube, also ich muss sagen, dadurch, dass ich ja zum Glück noch aus der Zeit komme, wo man auch noch Pop gehört hat und so, da muss ich sagen, also ich kriege einfach, die kriegen ja nichts anderes. Also Mehr vor vorgesetzt, meinst Augen, du? sage ich mal. Genau, also es ist ja nur gerade die Musik, die nun mal angesagt ist. Und also sehe ich das genauso wie du, aber trotzdem kriegen die ja nichts anderes mit. Und ich glaube, wenn, also ich bin ja auch in der Generation aufgewachsen, wo man auch schon frauenfeindlichen Rap gehört hat, aber eben so, es war noch nicht so materialistisch und so, wie es jetzt heute ist. Und ich glaube, ich bin auch mit der Zeit einfach mitgegangen. Und das mache halt, glaube ich, die ganzen Jugendlichen. Die kriegen gar nicht mit, was sie da eigentlich hören. Und teilweise ist ja die Jugend, finde ich, auch sehr materialistisch geworden und Das alles ist. einfach, weil, Erzähl, ja, ja. weil man das eben nicht anders vorgelebt kriegt gerade, so Ja, du, aber. Ja, aber ich meine, man ist ja auch noch Herr seiner Sinne. Man hat eine freie Entscheidungsgewalt. Ja, ja. man kann das Internet aufmachen und kann ja, sich sämtliche andere Sachen anschauen. Also, Ja, ich sag mal ich so, weiß, was du meinst, aber das ist halt, wie gesagt, glaube ich, auch mit den Interessen und dadurch, dass sowas halt einfach angesagt ist, so man strebt ja schon auch trotzdem nach dem, was das auch zu verstehen, warum ist es eben angesagt und ob man es jetzt nur einmal hört, um das eben verstehen zu wollen oder ob man dann doch die Musik ganz gut findet oder
Ja, ich Ja, weiß nicht. ich Ich würde bin halt fast in der sagen, Szene so ein bisschen hängen geblieben. Ich hatte ja wirklich, ganz also kurz, ich ganz habe ja kurz, auch ganz ein, kurz, ganz kurz, ich ja. möchte was sagen. Es ist, glaube ich, gar nicht die Musik, sondern es ist hier ein Lebensgefühl, was transportiert wird. Ja. Und dieses Lebensgefühl ist schnell berauscht sein, die Ja. Realität abschalten und trotzdem einen Haufen Kohle scheffeln und mit den Geistenweibern abhängen. Ja, genau. Und das dadurch, also wenn man halt schon da drin ist und man das gar nicht mehr so als schlimm empfindet, dann lebt man diesen Lifestyle halt weiter und man strebt halt weiter danach, eben so leben zu wollen. Und man merkt gar nicht, dass das total unrealistisch ist. Aber man erlebt ja auch coole Sachen, sage ich mal. Also ich war ja auch viel mit Freunden unterwegs, mit dem Auto oder dort. Aber ich kann dir das fast alles gar nicht erzählen, weil ich von den, also das meiste habe ich alles vergessen. Ist das So. so? Ja, also es ist halt einfach durch diesen, also vor allem durch Benzos, vergisst du unwahrscheinlich viel, weil du weißt teilweise gar nicht, was du den Tag davor gemacht hast oder Okay. gegessen hast oder so. Und das geht dann halt über Wochen, ja. Also die Benzos killen die Erinnerung. Ja, total. Also Okay. man, deswegen, Also man, so filmrissmäßig. ja, total. Also als ich meine ersten Sens genommen habe, war das echt filmrissmäßig. Na, beschreib Da, das mal, wie war das? ja. Ihr habt so Autoparty gemacht oder was? Seid irgendwo zu Mecken gefahren, habt Ja, abgehangen? genau, man war halt wirklich total frei und dann sind wir los und über Dörfer gefahren und hier und vielleicht den anderen Joint geraucht. Und also wir haben uns da halt einfach, ja, der Autofahrer war ja clean, aber wir haben uns halt einfach frei gefühlt und haben dann den Abend, also die Zeit vergeht ja auch unwahrscheinlich schnell. Also man hat ja den Abend, sage ich mal, ausklingen lassen und auf einmal war es schon 5 Uhr morgens. Du, So. Kim, ich kenne das ja alles. Ja? Also ich meine, Ja. ich kenne die Autopartys, wir haben halt keine Benzos geschmissen, sondern uns die Line Crystal Ja. auf der CD-Hülle klar gemacht. Ja, und haben da auch stundenlang rumgesessen und also ich kenne diesen Style und ich kenne dieses Abhängen Ja, im Auto. genau. Und da kommt ja auch Musik wieder ins Spiel. Nur, die Musik läuft ja ständig. Genau, das Ja, ist ja das. ja. Und dann fährt man ja auch über die Dörfer und nur laute Musik und dann hört man da auch schon sein. Ja, also dadurch, dass man auch so ungehemmt ist, hört man dann ja auch schon, sage ich mal, ein bisschen asoziale Musik, weil man sich eben halt auch sehr gut fühlt und man das auch, sag ich mal, nach außen tragen möchte und teilweise ja auch nach Hamburg gefahren und dann echt so, ja, aus den Fenstern geschrien oder man hat halt echt dieses, Was man ja, war was, so ungehemmt, ja, man war so aber auf Wolken. Kim, was ja auch okay ist. Das ist die Jugend, das ist die Ja. Freiheit, das ist doch völlig okay. Aber Ja. man muss ja sagen, es hat ja irgendwo zu einem Absturz geführt. Auf jeden Fall. Ich bin auch selber dafür verantwortlich. Das sage ich mir ja auch selber. Also ich sehe den Entzug jetzt so, also was heißt als Bestrafung? Aber ich sage mir schon, du hast es dir selber zu verantworten, dass du jetzt auch in den Entzug gehen musst und dass du das jetzt durchziehen musst, weil so Ab wann, ab wann würdest du sagen, ist es gekippt? Ab wann war es nicht mehr, sage ich mal, Konsum, sondern Missbrauch? Ab Sommer ungefähr. Also ich habe ja im Januar richtig angefangen, ungefähr Anfang des Jahres. Und im Sommer ist das nochmal, also wo ich auch gemerkt habe, also es kann so nicht weitergehen und ja auch einige Entzüge zu Hause hatte, aber das ja so einfach nicht durchziehen konnte. Wenn du jetzt über Entzüge redest, redest du da über die Benzo-Entzüge oder die Opiatentzüge? Beides. Über Also ich habe beides, dann ja. eigentlich immer versucht, alles schnell zu lassen. Ja, Und ja, dann ja, ja. ist es halt, ja, Aber sag ich mal, man ich hat. war auch immer so ein Typ. Ich konnte nie ausschleichen. Ich musste immer extrem sofort aufhören. Ja, irgendwie, man wollte es dann einfach lassen und Ja. Ehrgeiz zeigen und dann, Nee, man aber hatte die Schnauze voll und wollte eben nicht den langen Weg des Ausschleichens gehen. ja. Aber das, dann war es halt so scheiße, dass man wieder rückfällig wurde. Ja, genau. Richtig? Es ist wirklich so. Ja, und man konnte es halt irgendwann nicht mehr aushalten. Ja, das stimmt. Und dann ist halt der einzige Weg für einen irgendwie dieses rückfällig werden. Was ich aber echt heftig finde, und das hatte ich schon ein paar Mal hier auf dem Kanal, dass die Streams anscheinend bei den Gästen, die ich hier habe, schon extrem was losstoßen. Ist Ja, das so? total. Man, Ja? also ich habe ja auch Rückmeldungen durch den anderen Stream Ja. bekommen und da haben ja auch einige eben schon ihre Meinung gesagt und manche waren total begeistert, manche haben aber auch gesagt, so
Du, so das, was du gesagt hast, entspricht auch nicht alles der Wahrheit. Und da hast du dich selber auch so ein bisschen und Ja, gut, aber du das hast habe ich halt mir alles zu über dich Herzen geredet, genommen. ja. Du hast über Ja, deine aber ich habe Wahrnehmung mir geredet. das alles zu Herzen genommen und habe mir das ja auch nochmal angeguckt. Und da merkt man halt, also so, du hast mich ja auch gut, also Geführt. du hast ja auch, ja, und trotzdem hast du mich ja auch manchmal vor Sachen so geführt, wo ich dann gemerkt habe, okay, ja, das stimmt schon. Und mich so ein bisschen, ja, eben zur Konfrontiert. Vernunft. Ja, genau, ja. Und da habe ich halt gemerkt, das kann so nicht weitergehen. Das ist halt einfach, also, Naja, ja. aber du wolltest ja konfrontiert werden. Ja, Eigentlich wolltest du genau das ja das. dann. Ja. Ich habe, also man, vielleicht sucht man so ein bisschen unbewusst nach Hilfe, Natürlich, weil man, natürlich. also, Naja, ich ich habe es ja meine. durch meine Familie, also dadurch, dass ich ja einfach nicht die Hilfe wollte, habe ich ja einfach auch nicht viel Hilfe bekommen und dann versucht man, glaube ich, auch einfach sich anderswo ein bisschen Hilfe zu suchen, wenn man merkt, dass man selber nicht mehr klarkommt. Und Naja, ich bin schon immer so ein Mensch gewesen. Ich, wie gesagt, ich möchte ja auch einfach die Geschichte teilen, damit ich anderen davor, also andere auch davor bewahren kann. Und Ja, das was war mir möchtest auch. du, wovor möchtest du denn die Leute bewahren? Wovor Ja, genau? vor allem eben diese Abhängigkeit. Also ich würde gar nicht, ich würde sowas gar nicht, ich hätte es wahrscheinlich nie probieren wollen, wenn ich gemerkt habe, wie sehr man darunter leiden kann, wie Also sehr man, wenn du vor 3 Jahren gewusst hättest, wo du heute stehst, ja, zum Beispiel. hättest du nicht die erste Pille genommen. Nein, also bin ich sicher, einfach weil, also vielleicht schon, aber also ich würde jetzt sowas nie ausschließen, weil man weiß ja nicht, aber trotzdem, ich weiß ja auch nicht, ich wusste ja zum Anfang nicht, dass, also Oxycodon oder Lean, dass das Opiate sind oder Opiate ähnlich zu vergleichen wie Heroin und das war alles für mich nicht bewusst in meinem Der hat Kopf. die Wie Bildung gesagt, Tabletten geführt. waren Tabletten und Ja. da hat man sich einfach nicht so den Kopf drüber gemacht und deswegen hätte ich das, also das Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich das vorher gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich nicht dazu gekommen, nein. Aber das kann man halt alles nicht vorher wissen und deswegen will ich ja davor ein bisschen bewahren, also andere davor bewahren, weil ich ja auch merke, wie das in meinem, also umso mehr man konsumiert, umso mehr lernt man ja auch nur Leute in dieser Szene kennen Natürlich. und Du hast ich habe ja, irgendwo. Pardon. Weiter. ja. Alles gut. Ich habe ja enorm Leute jetzt so in diesem Kreis kennengelernt und auch wieder viele verloren, aber ich habe halt einfach gemerkt, dass ja, alle nur eben was hier haben wollten oder einfach Na, hier, es sind Suchtkollegen. ja, genau, irgendwie schon. Na, nicht irgendwie schon, es sind Suchtkollegen. Ja, Und das und ist ja der man sieht das Punkt. aber ja in der Zeit gar nicht. Ja, Also weil du man ja lernt selber ja nur drauf Leute bist. kennen und ja, genau, man ist einfach nur froh, dass man noch mehr kennenlernt und noch mehr mit Leuten chillen kann und Aber ja. es ist ja nicht die Realität. Es hat ja keine Nachhaltigkeit. Ja, Nee. und je mehr du in so einer Sucht drin steckst, desto mehr verschwindet dein ehemals natürlicher Freundeskreis und Ja. desto mehr baut sich eigentlich dieser künstliche Suchtkollegenkreis auf. Und das Ja. merkst du eben dann, dass es keine Freunde sind, dass wenn kein Stoff da ist, Ja. sich erstens keiner mehr bei dir meldet und zweitens ihr eigentlich keine Gesprächsthemen habt. Ja, das ging jetzt echt über 3 Jahre, dass man das aber erst gemerkt hat. So, weil, wie gesagt, viele haben mich ja auch jetzt, also von Anfang bis Ende, sag ich mal, begleitet. So, und da habe ich trotzdem gemerkt, dass trotz, also ja, vieles nur auf den Konsum bestand. Und ja, das ist halt schon schade. Aber ich mache mir da nicht so viel draus, weil ich weiß ja trotzdem, wer zu mir steht und wer meine echten Freunde Ja, sind. Und schade finde ich das ist nicht. Also ich finde es eigentlich ganz stark, dass du jetzt dort stehst, wo du stehst. Ich meine, es ist letztendlich in sehr kurzer Zeit passiert, diese Wandlung. ja. Ja, was weiß ich, 2 Monate, sage ich mal, Ja. wo jetzt eigentlich so ein kompletter Lebenswandel ansteht. Und ich kann auch verstehen, dass dir das auch ein bisschen Angst macht. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja auch, sag ich mal, bei der ersten Zug, es ist ja auch einfach alles aufregend. Aber ich bin halt einfach positiv eingestellt, weil es kann für mich dann nur weitergehen. Also jetzt ist das mein Anfang, um eben dann nicht wieder dort zu landen, wo ich jetzt stehe. Also es kam ja auch gerade im Chat einfach auch der Tipp, dass du, wenn du auf der Station dort bist, eigentlich gleich einen Antrag auf Langzeit stellen kannst,
Ja, aber mich würde interessieren, beschreib doch mal ein bisschen die Einrichtung, wo du hingehst, was für ein Programm das ist, was da gemacht wird. Gehst du da stationär hin? Wie läuft das? Ja, also ich gehe stationär hin und das sind 3 Wochen, also 21 Tage Also eine und typische Entgiftung, sage ich mal. genau, sage ich mal, also es ist auch mit Therapie und allem dran und ich werde halt runterdosiert. Ich denke mal nicht, dass sie mir dort Oxycodon geben, aber ich mal gucken, sage ich mal, was man da dann für mich findet und dann werde ich auch runtergeschlichen davon und dann, dass ich dann also so ab den 3 Wochen komplett clean bin, auch vom Cannabis halt. Ja, und das ist halt, also ich fahre da morgen 1,5 Stunden hin, ist schon ein Morgen geht's ja bisschen, los, genau. ja, genau, um Mor wir, wir, 7:30 Uhr. das muss man sich erstmal bewusst werden. Wir streamen heute das letzte Mal mit dir vorm Entzug. Ja, Hammer. genau. Und wir haben Ja, ich ja. finde es auch gut, es ist ein guter Abschluss, sage ich mal. Okay. Und wir haben ja eigentlich auch vor, wir versuchen es jedenfalls, Ja. dann im Entzug nochmal zu streamen, richtig? Ja, wenn es mir soweit gut Ja. geht und ich sage, das geht, dann Ja, kann man ja. das auf jeden Fall machen. Das ist ja natürlich echt eine interessante Geschichte, ja. Ja, Und ich würde. finde ich auch. Ich würde gern nämlich auch dann die Kim mal kennenlernen nach dieser Geschichte. Ja, Ja, also. ich sowieso, ich bin ja auch einfach interessiert, wie es dann weitergeht, Ja. aber soweit soll es ja auch aussehen, dass ich nach dem Entzug erstmal nicht direkt nach Hause gehe, sondern auch erstmal bei meiner Familie unterkomme Ja. und dann langsam daran trete. Ich habe ja immer noch den Job in Aussicht und dann die kleinen Sachen angeht, die ich Ja, eben du musst dich machen einfach wollte. wirklich in das reale Leben stürzen, mit aller Macht. Genau, und deshalb, das habe ich auch vor. Ich habe ja, wie gesagt, diesen Job in Aussicht. Ich habe Ein Job und eine eine Besitzerin Ausbildung. mit Pferden bekommen, also mit der bin ich in Kontakt und sage, dass ich endlich auch wieder ein bisschen rauskommen will. Ich meinte auch erstmal nur zur Unterstützung im Also Pferde Stall. sind dein Hobby. Ja, es war früher mein Okay. Hobby. Ich habe das aber durch die Drogen halt auch extrem schleifen Hatten wir lassen, das weil schon mal man halt. besprochen im letzten Stream? Ich weiß es gerade gar Mh, nicht mehr. ich weiß nicht, ich glaube Ja. nicht. Also, Das ist ich aber habe es früher extrem symbolhaft. Ich muss gerne. mal ganz kurz da einhaken. Ja. Pferde sind ja solche wunderschön empfindsamen Tiere. Ja. Ich denke auch, wenn man mit Pferden zu tun hat, ist das so eine wirkliche Liebe, ist auch eine Passion mit diesen Ja, ich Pferden. hatte ganz lange ein kleines Pony, was, also der war schon extrem alt und ich Ja. habe eigentlich alles mit dem Und gemacht. diese Passion, die du hattest, das ist ja mehr als ein Hobby eigentlich, Ja, auf haben jeden die Drogen Fall. kaputt gemacht. Ja, also Ja? man, ja, doch, man, durch das Kiffen bin ich nicht mehr zum Reiten Durchs gegangen. Kiffen Ja. oder durch Benzos? Ja, erstmal nee, durch das Kiffen. Es fing ja langsam an, sage ich Ja. mal. Und dann habe ich ja auch erstmal 2 Jahre nur gekifft und dann die anderen Sachen kennengelernt. Also, das ist alles so mit 18, Anfang 18 ungefähr. Und da habe ich dann auch, also bin ich auch aufgehört, einfach, also bin ich einfach nicht mehr hingefahren und Ja, dann halt irgendwann habe ich auch kiffmäßig gesagt, das ist rumgelegen. nichts mehr. Ja. Joker schreibt hier nochmal, und alle hier drücken dir die Daumen und sind in Gedanken mit dir. Das ist total lieb. Das ist echt schön. Finde ich auch krass, dass die Community, ich bin immer sehr stolz auf meine Community hier, die da sehr Ja. empathisch ist und da dir auch viel Glück wünscht, genau. Alles Auf Gute. jeden Fall. Ja, aber machen wir uns nichts vor, meine Liebe. Es wird ein langer Weg. Ja, total. Ja. Also das sind jetzt leider nicht nur 3 Wochen, sondern Und das es ist wird das gesamte länger. Leben. Ja. Also ich sag mal, einmal Deswegen. süchtig, immer süchtig. Ja, total. Also ich genauso, da kann ich jetzt auch nichts machen, aber ich kann halt jetzt das Beste draus machen. Nee, du fängst ja erst an. Ich meine, aber das, Ja. sag ich mal, Sucht, also diese Sucht-Synapsen, also die Synapsen sind ja programmiert worden durch die Sucht. Und Ja. dieser Kampf, diese Auseinandersetzung mit diesem Thema wird ein lebenslanges Thema bleiben. Definitiv. Ja. Ist es bei mir ja auch. Ja. Und wenn man das weiß und wenn man das akzeptieren kann, dann ist das schon mal die halbe Miete, finde ich. Ja, Ja. das stimmt. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Das ist eine gute Frage. also ich hoffe, dass ich dann auf jeden Fall in meiner Ausbildung bin oder halt auch vielleicht schon am Ende. Ja, und ich dann einfach gefestigter im Leben bin. Ich eben auch ohne meine Betreuer und ohne Betreuung, ohne dem Jugendamt leben kann und eben mir das alles so finanziere, wie ich mir das vorstelle und auch eben
vor allem ohne die Sucht und ohne, dass man tagtäglich von was begleitet wird, sondern eben, also vielleicht das auch in anderem umwandelt, eben in Interessen, die man noch hat. Und Was für eine ja, mal Ausbildung gucken, war ob das? es. Möchtest du das sagen? Was für eine Ausbildung? Also ich möchte auf jeden Fall trotz auch in Richtung Sozialpädagogik Ah, gehen. ja, Das genau, ist da schon ging es ja. immer, immer, immer mein Interessenbereich gewesen. Und ich hatte auch die Ausbildung zum Erzieher 1,5 Jahre gemacht. Ah ja, Aber hat's da ja, abgebrochen. genau, hatte ich dann abgebrochen. Und Schade. deswegen mal gucken, ob ich da dann nochmal weitermache oder ich hatte ein FSJ in Planung bei einer, auch beim eine Einrichtung, also in der Klinik, einer psychiatrischen. Und da wollte ich erstmal ein FSJ machen und zu gucken, wo führt es mich wirklich hin? Möchte ich in Richtung Klinik arbeiten oder doch in Richtung Heim, Kindergärten? Ja, mal gucken. Also das will ich halt alles für mich herausfinden und deswegen ist das FSJ eigentlich noch sicher in meinem Kopf. Ja, ich denke, das FSJ ist einfach auch, sage ich mal, eine sichere Kiste, wo man jetzt nicht so viel Verantwortung hat, wo man Ja, sich aber genau. austesten kann, wo man in sicheren Gefilden ist, wo man jeden Tag dorthin gehen muss. Ja, Ja, und das man kommt brauchst du ja. langsam rein. Na Ja, genau, und genau. man hat so ein bisschen Welpenschutz noch. Ja. Und kann sich einfach auch austesten und lernt sich natürlich auch gut kennen, denke ich mir dann auch in so einem Ja, FSJ. auf jeden Fall. Deswegen. Und ich habe auch viele Leute kennengelernt, die in meinem Alter schon ganz andere Erfahrungen gemacht haben, die eben auch schon gefestigt im Job stehen und eben auch schon extrem viel von dem mitbekommen haben, was ich auch in meinem Berufsfeld lernen möchte. Und das hat mir einfach gezeigt, wie viel mir die Drogen da genommen haben. Und ich möchte einfach diese Jahre jetzt nachholen und will das trotzdem auch die gleiche Berufserfahrung haben. Eben interessiert mich ja alles und dann gucken, wohin ein das führt. Alrighty, meine Liebe. Also ich meine, wir sind jetzt schon wieder bei 50 Minuten angekommen. Ja. Ja, ging heute schnell. Ich sag mal so, machen wir noch 5 Minuten. Was gibt's noch zu sagen, bevor du jetzt auf Therapie gehst? Also, ich weiß nicht. Ich bin halt jetzt einfach froh, dass es losgehen kann. Ich habe jetzt lange genug darauf gewartet und hoffe, dass mir das noch mehr, also so noch mehr Einsicht zeigen kann, als ich hier schon zu Hause gekriegt habe. Und ja, dass ich danach auf jeden Fall gefestigter im Leben stehe und vor allem eben nicht mehr diese körperlichen Entzugserscheinungen habe. Das ist mir extrem wichtig. Darunter habe ich echt lang genug gelitten und ich will das einfach nicht mehr. Da tut man seinem Körper nichts Gutes mit und sich nichts Gutes. Man leidet ja auch von der Psyche trotzdem extrem. Ja. Und Ja, und das Leben zieht an einem vorbei. ja, Das muss man deswegen. einfach Und sagen. das Ich habe ich meine, es ja passiert gemerkt, ja nichts. Ja. jetzt, wo ich Leute halt wie auch in meinem Alter kennenlerne, die eben, wie gesagt, viel gefestigter im Leben stehen und Die schon eben schon eigenes in dem Geld Job verdienen. mehr, genau, und in dem Job viel mehr mitgekriegt haben als ich. Und das hat mir auch vor Augen geführt, ja, das Leben ist ohne mich vorbeigezogen jetzt die letzten Jahre. Also ich hatte nun auch vor 1,5 Jahren meinen Fuß gebrochen und das hatte auch nochmal das ja alles dazu geführt, dass ich ja so lange ausgefallen bin und das war ja auch nochmal mit drin, aber dazu halt einfach die ganze Zeit dauerhaft Drogen, ob es jetzt nur Cannabis war oder dann halt die Medikamente dazu kamen. Oder halt vielleicht auch mal ein Aufpusher, es war ja auch mal so, aber damit habe ich ja nie, also es war ja nicht das, was mich so besonders Ja, es interessierte. waren eher die Downer. Ja, genau. Deswegen, also ich habe auch, wie gesagt, mich da ein bisschen durchprobiert, aber dann ist man halt irgendwie doch bei einer festgeblieben. Ja klar, ich sage ja auch immer in meinen Präventionsveranstaltungen, es gibt für jeden von euch hier die perfekte Droge. Es muss nicht Crystal Ja. sein. Es Ja. kann Benzo sein, es kann Essen sein, es Ja. kann Erbrechen sein, Essstörung. Ja, Ja, es das kann stimmt. Spielsucht sein. Also, das ist ja der Punkt. So, und Joker schreibt dir zum Abschluss nochmal, freu dich auf die nüchterne Welt, high sein vom Leben ist das Schönste. Ja, Da könnte man jetzt das hört fast sich gut an. Amen sagen, genau. Ja, das hört sich gut an für jetzt meinen weiteren Einstieg. Okay, also ich würde mal sagen, wir versuchen, ganz wie es dir geht, dann in der Therapie nochmal zu streamen. Ja, da Ja. kannst du uns mal so ein kurzes Feedback geben, wie es so läuft. Also wenn du das möchtest, Ja. wenn das möglich ist.
Und ansonsten kann ich und die Community dir nur alles Gute und viel Kraft wünschen für den Weg, Ja, der vor dir danke steht. schön. Genau. Und möchtest du noch kurz was zur Community sagen jetzt? Gleich Tschüss oder so? Ja, einfach schön, dass nochmal wir gesprochen haben, dass ihr auch alle so zuhört. Das zeigt mir auf jeden Fall extrem viel und bedeutet mir viel. Und ja, damit wünsche ich auf jeden Fall noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Ja, kriegst du gleich wieder den Kloß im Hals, so. Ja. Okay, alrighty, du bleibst noch kurz in der Leitung, meine Liebe, ja. Ja. Und ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns Donnerstag wieder, auch mit einem spannenden Gast. Der liebe Nico ist wieder hier zu Gast, auch Potitox, massiv auf Droge und noch nicht so weit wie du, liebe Kim. Ja, das ist leider Gottes, ist Nico noch ganz, ganz tief drin. Ja. Und da bleiben wir aber weiter dran. Also, liebe Freunde, Donnerstag 19 Uhr. Bleibt sauber und passt auf euch auf. Peace out.